Hallo liebe Freundesguckenschmacks, Comic Engine wieder hier. Und ich habe wieder mal eine fantastische Filmneuheit. Also ich bin aufgrund des Trailers und dieser wunderschönen Veröffentlichung vollkommen davon überzeugt, dass dieser Film Psycho Goreman einfach ein Highlight ist. Das hier ist das Kochfilms shop-eigene Mediabook. Die stellen ja verschiedene Cover her für den Markt. Also eins, was die dann über den eigenen Shop vertreiben und eins, was der so im Handel sonst bestellen oder bekommen können. Ich finde es ja da ganz cool, wenn man dann beim Label selber auch Filme bekommt und gerade das hier, ich meine, guckt euch das mal an, das ist doch was. Wenn es ein Comicbuch wäre, dann will man das, dass das nur 100 Jahre andauernde Reihe ist, ja. So, das ist die Rückseite. Und ich habe auch diesen Film nicht gesehen, war einfach nur schwer begeistert von dem Trailer. Und auch hier lese ich mal eben schnell vor, worum es geht, wie ich das auch in dem einen Video über das Troll-Media-Book gemacht habe. Als die Geschwister Mimi und Luke beim Spielen zufällig einen uralten außerirdischen Herrscher aus seinem Grab befreien, hätte es böse enden können. Glücklicherweise kriegt die aufgeweckte Mimi aber auch den magischen Edelstein in ihre Finger, mit dessen Hilfe sich der brutale Warlord kontrollieren lässt. Ha! Das kuriose Gespann bringt mächtig Wirbel in das Provinznest und sorgt für einige Kollateralschäden. Als dann noch die Anführer des Universums mitkriegen, wer da zum Leben erwacht ist, ist die Kacke vollends am Dampfen. Die extraterrestrischen Besucher liefern sich auf der Erde in den ultimativen Kampf der Galaxien. Mit viel Wurf, handgemachten Effekten und gepfefferten Dialogen serviert uns Steven Konstanski, Regisseur von The Void, ein göttliches Trashfest. So, und das hatte für mich zum einen so 80s-Vibes, dann hatte es natürlich auch so einen Trash-Faktor gehabt, aber insgesamt, es war einfach lustig. Also ich habe den Trailer mit einem Freund gesehen, wir haben beide fast am Boden gelegen irgendwie. Und ich freue mich besonders, dass Koch Films, danke hierfür, für dieses PR-Sample, mir dieses Mediabook geschickt hat. Ich meine, ich hätte jedes davon gefeiert, was ich in die Hände bekommen hätte. Aber wie gesagt, das hier ist so mein absoluter Favorit und ich hoffe ja ernsthaft, dass da noch irgendwie meinetwegen eine Comicreihe zu entsteht. Ich meine, ja, das ist auch geil. So, das wollen wir dann mal auch auspacken. Das Messerchen, das ist hier die Pfeilenseite, ist natürlich doof. Das habe ich hier nichts kaputt gemacht. So, machen wir hier mal einen kleinen Schnitt, bringen Spannung. So. Und das hier ist jetzt wieder so ein bisschen das klassischere Mediabook. Ich habe ja auch Blood Quantum mal unter die Lupe genommen und beide Tank Girl Mediabooks von Koch Films. Das hier ist halt so ähnlich breit oder dick wie das, die anderen Mediabooks. Das eignet sich dann jetzt gut, ist dann auch, um die mal so beisammenzustellen. So, was jetzt hier natürlich ein bisschen doof ist, aber das ist halt nicht unbedingt was, was bei anderen nicht passiert. Also hier ist auch der FSK-Sticker drauf, den lasse ich jetzt auch mal drauf, den ziehe ich nachher vorsichtig ab. Ihr erinnert euch vielleicht, bei dem Troll war das so auf der Folie, hier ist das jetzt halt mal da drauf. Müssen wir jetzt mal mit leben, dann klappen wir das Ganze mal auf. Und ich muss sagen, das sieht cool aus. PG, Psycho Goreman, ja, direkt vorne mit so einem coolen Bild. Also es sieht alles viel stylischer aus irgendwie, als man es erwarten könnte bei so einem Film. Das Mediabook, ja, Foto, Informationen zum Regisseur. Ein etwas anderer Spielgefährte, PG, Psycho Goreman und Steven Skonstanskis bisheriges Schaffen. Ja, dann kriegt man halt nochmal Infos zum Macher des Films. Das finde ich immer sehr interessant, mal herauszufinden, wo kommen diese Leute eigentlich her, was haben sie vorher gemacht. Dann, wie es überhaupt zu diesem Film gekommen ist, wo er die Freigabe kommt. Ganz viel Text. Ich finde, das ist richtig gut. Das ist eine schöne Arbeit, die da geleistet wird. Ja, dann, das ist cool. Richtig schöne Gestaltung bei diesem Mediabook. Und ja, dann gibt es hier nochmal ein Q&A mit dem Regisseur. Das finde ich richtig klasse, also dass die Macher da tatsächlich, also das hier sieht wirklich nach so einer Herzblutsache aus und ja, man sieht halt, also man liest ja auch, ne, dass der hier in deiner Arbeit als Maskenbildner und Effektkünstler genießt du international einen sehr guten Ruf, wird dann zum Regisseur gesagt. Ja, also das ist halt jemand, der wahrscheinlich mit wenig Mitteln coole Sachen hinbekommt. Da gibt es ja einige, aber
Das hier ist jetzt mal ein neuerer Film, wo es so ist. Und da freue ich mich schon drauf. Ich meine, wenn ich das hier schon sehe, das sieht doch geil aus irgendwie. Eklig geil. Aber man muss den Film halt auch gucken und sehen, wie das alles in bewegten Bildern mal wirkt. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und kann es kaum erwarten. Also der Film ist hier auf Blu-ray und DVD drin. Hier ist halt hinten in die DVD. Und an Extras, ja, Audiokommentar mit dem Regisseur, Interview mit dem Regisseur, Interview mit Cast und Crew, Deleted Scenes, Behind the Scenes, Trailer, Bildergalerie und das ist ein 24-seitiges Booklet vom Stefan Jung sind die Texte hier drin verfasst. Ja, also da hat Kochfilms uns wirklich eine Perle in was Wunderschönes gepackt und kann es kaum erwarten, dann auch wirklich diesen Film zu gucken. Ich freue mich hier richtig wahnsinnig drauf. Und auch hier gilt, falls ihr eine Ahnung habt, was hier so abgeht und wenn ihr den Film gesehen habt oder wenn ihr auch das andere Mediabook hiervon habt, dann schreibt mir doch mal, was euch besser gefällt oder ob ihr vielleicht sogar beide habt. Es gibt ja so Männer, die holen ja alles. Ja? Ich kann nur sagen, Psycho Gorman, ich freue mich auf diesen Film, bin sehr gespannt und werde dann wahrscheinlich ein paar Worte dazu auf Instagram verlieren. Folgt bitte den Links, die hier unten stehen, um halt am Ball zu bleiben, was diese Informationen angeht. Oder bei Kochfilms mal zu checken, was die noch so zu diesem Film schreiben. Es gab auch so eine coole Instagram-Aktion mit einem Face-Filter und sowas. Ist richtig cool gewesen. Und es macht auch, es macht halt alles Spaß, wie viel Interaktivität über diesen Film schon reingeholt wurde. Und hoffe auch einfach, dass der Film die Versprechen, die der Trailer in mir erwartet, geweckt zu bekommen, nee, erfüllt zu bekommen, auch erfüllt. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Filmen gucken, egal ob es das ist oder was anderes. Was guckt ihr denn gerade im Moment so? Das könnt ihr mir meinetwegen auch unten reinschreiben. Und dann würde ich sagen, bis bald, bleibt gesund und ciao. Macht's gut.